Christoph Reich, 7:1 Sieg im Cup, Viertelfinale gegen Florbal Könitz. Wie gross ist die Erleichterung? Sehr. Also, ich denke, so hat es niemand erwartet. Und hat uns das jemand gesagt, hat uns gerade unterschrieben am Anfang. Es ist für euch auch speziell. Am Anfang auf der Bank und plötzlich verletzt sich der Niki Wolf. Und ihr kommt zum Kaltstart rein ins Spiel. Was geht ihm da durch den Kopf? Ja, eigentlich nicht mehr so viel. Also, es ist gerade ein Adrenalinschub einfach. Und man ist, glaube ich, bereit. Und, ja, man probiert das Beste machen. Aber was haben wir da für Gedanken nachher, außer dem Adrenalinschub? Ja, das erste ist mir so ein bisschen durch den Kopf, wegen das erste 1-0 gestanden ist. So, ja, kein Fehler machen, einfach so ein bisschen auf das einfache Zeug konzentrieren. Aber es ist gut gegangen und dann ist eine Drittelpause gekommen. Und dann kann man einwärmen und ja, dann fährt es 0-0 an wieder. Also wäre ja eine Teamleistung, würde ich meinen, aber auch Topleistung von euch. Wie kann man sich dann da im Spiel integrieren? Ja, das ist passiert ein bisschen allein. Man trainiert die ganze Zeit zusammen und von dem her ist es einfach so die Routine, die man dann ein bisschen hat. Jetzt geht es nächste Woche weiter gegen gleich Gegner. Was nimmt man sich da vor? Ja, dass man sie wahrscheinlich nicht auf die leichte Schulter nimmt. Also, sie sind nicht ohne Grund Zweite. Und ja, wird sicher nochmal so ein harter Fight. Dann wünsche ich gute Erholung, toi 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 und geniessen den Abend. Danke vielmals.